Hallo und herzlich willkommen bei Indras Bastloase. Ich möchte euch heute diese schönen Karten zeigen. Die sind mit Aquarellpapier gestaltet. Da habe ich eben hier unten das mit Wassertankpinsel aufgemalt und oben die Cocktailgläser gestempelt. Das ist noch so eine schöne Sommerkarte. Wir haben jetzt zwar schon Herbstanfang, aber ich fand sie trotzdem noch passend zur Jahreszeit. Habe ich jetzt mal mit zwei unterschiedlichen Farben im Hintergrund gestaltet. Und da zeige ich euch jetzt gleich, wie ich das gemacht habe. Gearbeitet habe ich mit dem Produktpaket Nothing's Better Than. Das ist einmal dieses Stempelset. Das Stempelset gibt es auch auf Deutsch. Und die passenden Stanzformen gibt es aber leider nur in Englisch. Da haben wir dann den Text Love You More Than Coffee, Cookies, Cocktails und Chocolate. Das gibt es eben nur auf Englisch und ihr findet es im Jahreskatalog auf der Seite 91. Und ja, da es die Stanzformen nur in Englisch gibt, gibt es leider dieses Produktpaket auch nur in Englisch. Also wenn ihr das deutsche Stempelset, wie es hier unten abgebildet ist, bestellen möchtet, dann könnt ihr das leider nur einzeln machen. Also das Stempelset separat und eben die Stanzformen einzeln, weil das Produktpaket, das hier steht, ist eben mit dem englischen Stempelset dann. Deswegen da aufpassen, wenn ihr also das deutsche Stempelset wollt, dass ihr das separat bestellt. Genau. Vom Stempelset habe ich jetzt nur den Spruch Cocktails verwendet und natürlich eben das Cocktailglas mit dem, kann man hier dann ausfüllen mit diesem Cocktail, mit den Eiswürfeln drin und auch für die Zitrone oder Orange und für diesen Schirmchen hier drin gibt es dann noch die beiden Stempel zum Ausfüllen. Und ja, mit der Stanzform hier habe ich es dann eben ausgestanzt. So, wir brauchen für die Karte einmal ein Stückchen Aquarellpapier. Da haben wir bei uns im Programm dieses Flute 100. Und ich habe jetzt das Kartenmaß einfach so angepasst, dass ich hier von unserem Aquarellpapier mir das einmal in der Mitte durchschneiden kann und dann aus einem Stück eben zwei solcher Karten bekommen. Also, dann haben wir eben unser Stückchen Aquarellpapier in den Maßen 8,9 x 12,7. Als Mattung nehme ich jetzt in dem Fall dieses Pazifikblau. Hier hatte ich das grüne Apfel verwendet und hier Osterglocke. Eben alles die Farben, die ich auch hier für die Cocktails verwendet habe. Und das Stückchen Farbkarton hat ein Maß von 9,3 x 13,1. Das ist dann eben meine Mattung hier drunter. Dann brauche ich das Stückchen schwarzen Farbkarton in den Maßen 1,6 x 12,7. Das kommt ja dann hier auf unser Aquarellpapier drauf. Und dann eben eine ganz normale Grundkarte, wobei da habe ich jetzt im Maß ein kleines bisschen gekürzt. Also ich habe die normale DIN A4 Breite von 21 cm und habe jetzt aber nur eine Höhe von 14,3. Das ist einfach zu meinem Aquarellpapiermaß passt und gefällt dann in der Mitte bei 10,5. Und dann habe ich hier einmal meine Grundkarte. So. Dann fangen wir an mit dem Aquarellpapier. Ich möchte hier den Farbkarton nachher aufkleben und nur unterhalb von dem schwarzen Karton eben dann hier mein Aquarell, meine bunten Aquarellstreifen dahin malen. Deswegen messe ich mir das jetzt einmal hier ab. Und zwar mache ich mir eine Hilfslinie in der Höhe von 3,5 cm. Da klebe ich mir dann eben mittig über diese Hilfslinie nachher meinen schwarzen Farbkarton. So, und das Wort Cocktails möchte ich in die Mitte stempeln. Und dann habe ich eben nur rechts und links so knapp 4 cm Platz, um jeweils unter dem Cocktail dann die gleiche Farbe hier so als Farbverlauf aufzumalen.
damit ich da einfach nicht zu breit werde, male ich mir hier die Stellen ein, wo ich meinen Farbverlauf anbringen kann. Und zwar jeweils bei 1,3 cm Breite. Also ich mache mir hier den ersten Strich bei 1,3, bei 2,6 und bei 3,9. Das sind jetzt die drei Felder, wo ich mir dann meine linken drei Farbverläufe einzeichnen kann. Und das gleiche auf der anderen Seite, also wieder vom Rand aus gemessen, bei 1,3, bei 2,6 und bei 3,9 und Strich, sodass ich jetzt eben weiß, wo ich meine Aquarellverläufe anbringen kann. Bevor wir das machen, stempeln wir uns kurz die Gläser auf, weil dann kann ich immer, während ich das Glas stempel, dann innen auch gleich den Farbverlauf nehmen. Dann brauche ich die ganzen Stempelkissen eben nur einmal öffnen. Ich zeige euch jetzt schon mal, was ich für Farben verwendet habe. Und zwar habe ich Osterglocke, Kürbisgelb, Glutrot, grüner Apfel, Amethyst und Pazifikblau. Und für die Cocktailgläser nehme ich das Memento und stempel mir die jetzt auf 6 so kleine Stückchen weißen Farbkarton auf. Die werden ja noch ausgestanzt. Da muss man jetzt also nicht irgendwie darauf achten, dass sie mittig gestempelt sind. Dann fange ich an mit Osterglocke. Ich nehme jetzt hier den Stempel zum Ausfüllen des Glases und stempel jetzt eben einmal hier den Cocktail rein. Dass da jetzt noch rechts und links so ein weißer Rand ist, das ist so gewollt. Und dann nehme ich einfach nochmal Farbe auf meinen Stempel. Nehme jetzt hier mein Aquarellpapier und einen Wassertankpinsel. Dann wäre hier unten Wasser aufgefüllt. Und dann habe ich hier vorne wie so eine Pinselspitze und wenn ich jetzt hier hinten Druck ausübe, dann kommt eben vorne Wasser raus und ich habe immer einen schönen nassen Pinsel eben. Und mit dem, das heißt als erstes, ich mache das Gelbe hier links hin, mache ich mir erstmal das Aquarellpapier schon mal feucht, dann verläuft die Farbe einfach besser. So, dann nehme ich mir hier vom Stempel das Gelb auf. Und fange jetzt eben einfach an, von oben nach unten einmal so den Farbverlauf aufzubringen. Dann den Pinsel gleich wieder säubern. Das gelbe Kissen schon weg. Mein Stempel muss ich mir auch dann wieder sauber machen. Dann nehme ich immer unsere Schrubbkiste dazu, das geht einfach am schnellsten. So, dann kommen wir zur nächsten Farbe. Da habe ich das Kürbisgelb. Auch hier einmal das Glas wieder stempeln. Und nochmal Farbe aufnehmen. Nochmal befeuchten. Und den orangenen Farbverlauf hier aufbringen. Dann kommen wir zu Glutrot. Jetzt auf der anderen Seite weiter mit grüner Apfel. Something out there is calling in the air, in the wind, it's calling you. Yeah, yeah. It's there on the horizon, shining bright, reaching out and breaking through. Yeah. Let
letting go of everything that's holding you down. Ready to take a chance, lift your feet off the ground. Right in front of you, so many possibilities. Now is your time, there is so much you can achieve. When you dream, dream big. Stepping up will help you make it. Go ahead and take it, just dream, dream big. So, dann habe ich hier noch so kleine schwarze Sprenkelchen drauf. Das mache ich, indem ich mir ein bisschen Memento hier auf so einen kleinen Acrylblock ziehe und dann auch wieder mit einem Wassertankpinsel, so den gut mit Wasser befüllen. Einmal hier die Farbe aufnehmen, alles weglegen, was nicht versaut werden darf. Ich lege mir zwar eine Unterlage drunter, aber es spritzt manchmal doch ein bisschen. Und dann klopfe ich einfach hier drauf und dann kommen so ein paar schwarze Sprenkel hier auf die Karte. Dann wieder die schwarze Farbe aus dem Pinsel rausstreichen. Acrylblock wieder säubern. So. Dann geht es an die Zitronen und diese Schirmchen hier. Auch hier gibt es im Stempelset die passenden Stempel, eben um das auszufüllen. Ich fange mit der Zitrone an. Die mache ich in Ananas. Und das Schirmchen mache ich jeweils in Flamingo Rot. Das könnte man jetzt auch noch in verschiedenen Farben ausfüllen. Dann werden die alle einmal ausgestanzt. Da kann ich euch jetzt auch gleich mal unsere neue Stanz- und Prägemaschine zeigen, die es jetzt seit diesem Monat endlich zu kaufen gibt. Ich habe jetzt hier auch die neue Magnetplatte im Einsatz, die ist jetzt auch ganz neu erhältlich ist. Und zwar ist die vollflächig eben mit Magnetfolie. Also ihr seht hier unten die Magnetfolie. Die ist wirklich auf die gesamte Fläche, sodass sich da eben nichts mehr verschiebt. So, und dann lege ich mir meinen Cocktail auf, nehme mir die passende Stanzform und ja, die wird jetzt eben hier schön angezogen durch den Magnet. Kann ich sie mir hier genau positionieren und einmal durchkurbeln. Und so habe ich dann mein erstes Cocktailglas fertig. Das Ganze mache ich mit den anderen auch allen. Die Magnetmatte, die beginnt schon langsam sich so ein bisschen zu biegen. Ich lasse die dann immer noch mal andersrum, noch zwei, dreimal durch. Man kann es so ja nicht stanzen, weil ja das hier die Magnetfläche ist. Aber das ist mir dann einfach so rum, ein paar Mal noch durchkurbel, um ja, sie eben einfach wieder ein bisschen gerade zu biegen. Und dann werde ich sie so rum eingespannt jetzt auch aufbewahren. So, was uns jetzt noch fehlt, ist der schwarze Streifen. Und da kommt jetzt das Wort Cocktails drauf. Brauche ich mein Versamic-Kissen. Den Embossing Buddy, der ist ja leider aus dem Programm genommen. Wer den aber noch gern haben möchte, ich habe mir noch ein paar Exemplare gesichert. Also da hätte ich noch ein bisschen welche da. Dann brauche ich den Stempel Cocktails.
gehe damit in mein Versamark-Kissen und stempel mir das einmal hier mittig auf den schwarzen Streifen. Jetzt habe ich hier so diese klebrige Masse eben drauf und streue mir jetzt hier mein weißes Embossingpulver drüber. Und damit das Embossingpulver jetzt eben nur an dem Stempelabdruck haftet und nicht drumherum noch irgendwo, deswegen sind wir eben vorher mit dem Embossing Buddy drüber gegangen, um da so die Statik oder Fettflecken vom Papier eben zu entfernen. Und ja, damit kriegt man einfach ein schöneres Stempelergebnis dann. Das Ganze wird jetzt embossed mit einem Heißluftföhn. Und dann ist ja das Pulver geschmolzen und sieht dann so aus. So. Das wird jetzt einmal hier eben mittig über unseren Hilfsstrich drüber geklebt. Das mache ich gerade mit Flüssigkleber. So. Und das Ganze wird dann einmal auf unsere Mattung aufgeklebt. So, und dann brauchen wir die Grundkarte und da klebe ich mir das jetzt mit Abstandspads, mit unseren Dimensionals auf die Grundkarte drauf. Ich nehme da immer 5 Stück. Und dann werden wir jetzt anfangen, dass wir hier die Cocktails immer jeweils über der gleichen Farbe uns hier drapieren. Den mittleren, den werde ich immer erhaben dann mit einem Dimensional aufkleben und die zwei seitlichen, die werde ich plan aufkleben. Und zwar mache ich so, dass ich den in der Mitte immer ziemlich weit oben anbringe. Da habe ich dann einfach zum Buchstabe ein bisschen mehr Platz noch. Den äußersten bringe ich mir so, ja, mittig von der Höhe her auf und lasse den auch links ein bisschen über den Rand tragen. Und den mittleren Cocktail, den bringe ich mir dann vom Stiel her ganz unten an den schwarzen Farbkarton an und eben erhaben. Oh yeah, yeah. Anything is possible, so set your sights high. There's power in the vision. Spread your wings and fly when you dream. Stepping up will help you make it. Go ahead and take it. Just dream. Dream big. Trust your intuition. Don't limit your ambition. Just dream. Yeah, you can dream. Dream big. As high as you can. Fehlen nur noch ein paar Strasssteinchen. Die verteile ich mir eben einfach hier so ein bisschen auf der Karte. So. Und damit ist die Karte fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und gerne auch einen Kommentar. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren.
Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!